Okay, das wird jetzt gleich ein bisschen. Okay, wir haben ihn Angst gemacht. Das ist gut. Ich hätte jetzt auch erst, ich habe erst überlegt, die Magnesiumfackel zu nutzen, aber damit hätten wir ihn nur wieder auf Distanz gehalten, damit wäre er nicht weggerannt. Ich wollte jetzt nicht, ich hätte auch unser Gewehr nehmen können, aber da muss ich ihn ja wieder ausnehmen. Wir haben mehrere Munition. Leid. 3,9. Ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich wirklich mal das hier machen. Wir vierteln das Ganze mal eben. Dusk, so night can't be far behind. I'll be hungry later. Alter. Wie das ja aussieht. Alter, wir haben 53 Kilo. Alter, Scheiße. Ich wollte ihn jetzt hier auch nicht liegen lassen. Wir kommen kaum noch voran. Wir sind so voll. Entschuldigung, tut mir leid. Das wird leider vielleicht jetzt gleich ein bisschen dauern. Kacke. Kann ich vielleicht eben noch mal was essen davon? Hier so ein Stück Fleisch auf jeden Fall. Zack, und hier was trinken vielleicht noch mal eben. Hier kommen wir diese Orangenlimo. Macht jetzt nicht so viel aus tatsächlich, aber oh Mann. Zumindest haben wir das dann auch mal gesehen, wie das ist mit dem Vierteln. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch ein Wolf. Und wir wandern durch die Nacht. Es ist kalt. Mir fällt kein Reim ein. Zumindest ist das Einzige, was wir an Tieren hören, gerade eine Eule. Das finde ich okay. Gott, ey. Richtig was mitgenommen. Aber das Vierteln ist gar nicht mal so schlecht. Also wir kriegen auch wirklich noch den Wolfspelz und die Därme. Apropos, wir haben ja noch bei dem hier Maestro da in seinem Hütchen noch was zum Trocknen ausgelegt. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal bei Gelegenheit abholen. Und dann soll es auch trocken sein, wenn wir dann wieder da sind. So, ich glaube, da vorne sind die Bahnschienen. Ich werde jetzt auch nichts mehr mitnehmen, was wir links und rechts sehen. Weil wir echt so viel schon mit dabei haben. Ja, aber man kennt sie. Jetzt weiß er mal, wie sich so ein Packesel fühlt. Ja, nimm, was du kriegen kannst. Und lass nichts zurück. Wirklich nichts. Ein bisschen Musik kriegen wir auf dem Weg.
Und vielleicht können wir sonst die eine Sturmlaterne oder so, die wir haben, noch auseinandernehmen. Das dauert halt immer nur. Das ist das Problem. Dass wir vielleicht unter 50 Kilo kommen, weil ich könnte mir vorstellen, dann laufen wir auch wirklich ein bisschen schneller. Dann da vorne ist ja dieser Zug. Wir kommen gar nicht mehr über die Schienen drüber. Dass wir uns dort vielleicht mal eben reinstellen und eben die eine Sturmlaterne mal auseinandernehmen. Wenn wir denn dort reinkommen. Ja. Nur zur Sicherheit. Ich nehme hier nichts mit. Das machen wir ein andermal. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt hell genug ist, damit wir das machen können. Doch, das kriegen wir hin. So, okay. Metallschrott dafür bekommen, ein bisschen Lampenöl. Das Lampenöl können wir vielleicht eben einmal wieder in eine Aktion auffüllen. So. Bisschen weniger haben wir jetzt. Ein Stück eines Wolfskörpers, das sich leichter transportieren lässt, für benutzbares Fleisch zerlegen. Okay. Wir haben Hunger, wir haben ein bisschen Durst, aber wir haben jetzt nicht so viel auseinandernehmen können. Haben wir hier vielleicht noch ein paar Klamotten? Wir tragen eine Arbeitshose. Was haben wir denn für Hosen? Ja, da würde ich vielleicht nochmal gucken hier. Das können wir eben auseinandernehmen. Immer so ein paar Sachen, die wir uns halt sparen. Neue Jeans, die bringt jetzt auch nicht so viel. Zerlegen. 30 Minuten. Ja, 50,5. Abgenutzte Skijacke. Diese Rennfahrerhandschuhe, die können wir... Wird, glaube ich, nicht so viel bringen, aber ich nehme es trotzdem auseinander. Nicht wirklich hat es was gebracht. Hier, aber den könnten wir nochmal eben. Weil ich glaube nicht, dass die abgenutzte Skijacke wirklich besser ist für uns. 1:30 Stunden. Dauert alles immer. So, wir sind jetzt aber unter 50 Kilo gekommen, okay. Ich habe die Hoffnung, dass wir jetzt ein kleines bisschen schneller sind. Ich speichere gerade nochmal eben. Hallo? So. Damit ich weiß, dass wir hier nochmal rein müssen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind ein kleines bisschen schneller geworden. Kann jetzt aber auch nur ein Gefühl sein. Das Schlimmste, was uns jetzt passieren könnte, ist, dass uns ein Wolf begegnet. Weil wenn uns ein Wolf begegnet, dann müsste ich wahrscheinlich auf die Magnesiumfackel gehen. Eventuell wäre es ratsam, vielleicht doch nochmal ein, zwei Ersatzsignalpatronen immer auf Tesch mit dabei zu haben. Weil ich fand, die war eigentlich ganz gut gewesen. So können wir die zumindest in die Flucht schlagen, ohne sie direkt erschießen zu müssen. Wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft, liebe Freunde. Rennen können wir immer noch nicht. Sind immer noch mit mehr als 10 Kilo überladen.
und sonst so. Was macht man noch so bei so einer schönen Winterwanderung? Ah, bei der Speichervorgang. Warum wird es auf einmal so ruhig? Ich muss gerade wieder an den Bär denken. Okay. Ich glaube, wir würden ihn aber hören, wenn er irgendwo wäre. Ich glaube nicht, dass er sich so sneaky-mäßig an uns anschleichen würde. So, wir sind wieder langsamer, glaube ich, geworden. Ja, weil wir wieder mehr als 20 Kilo überladen sind. Das Problem ist halt, unsere Tragkapazität, die sinkt halt auch. Je erschöpfter wir sind, desto mehr geht die Tragkapazität runter. Nein, da vorne ist schon wieder ein Wolf. Verzieh dich! Verschwind! Hau ab! Na toll. Mann ey! Und wir haben wieder Leiden, Infektionsrisiko, eieiei. So, gucken wir erstmal. Oh Mann ey. Diese Magnesiumfackeln, die bringen es irgendwie nicht so. Blutverlust. Da müssen wir wieder einen Verband. Da müssen wir wieder Verbände herstellen. Dann rennen wir eben jetzt mit der Magnesiumfackel rum. Ja, das gibt's doch nicht. Ist da hinten der Wolf tot? Ist da ein toter Wolf? Ich weiß es nicht. Verzieh dich! Ich will nichts von dir, Mann! Jetzt die Angst, wenn wir jetzt wieder werfen. Dann liegt wirklich ein toter Wolf, oder? Ne, es ist ein Stein. Das ist der Wolf von vorhin? Er greift uns nicht an, aber er haut auch nicht ab. Das ist das Doofe bei der Magnesiumfackel. Was jetzt noch fehlt, ist, dass einer von der anderen Seite kommt. Wieso, wenn wir gucken, ist er wieder so, nein, ich bin nicht gerannt. Oh, er ist müde. Ja. Wir kommen gar nicht mehr von der Stelle. Get move. Komm, wir legen dann einfach mal. Ich lasse die drei hier. Die drei Wolfsviertel. Bring die Sachen weg. Und werde den nächsten Tag direkt wieder hier hinkommen, um die abzuholen.
Jetzt kommen wir doch nochmal auf das Argument vom lieben Türchen zu sprechen, dass die Sachen hier draußen halten. Ich hoffe, die despawnen nicht. Eben, ich meine, man sieht ja was, aber trotzdem, ich würde mal eben die Lampe hier noch ein bisschen zum Einsatz bringen. Ups, Entschuldigung. Ich habe ihn nicht angegriffen. Ich wollte ihn nicht töten. Ihr habt das alle gesehen. Ich wollte ihn mit der Magnesiumfackel von uns weglotsen. Aber er wollte unbedingt mit uns spielen. Unbedingt. Und dann meint er einfach umzufallen. So, hier lag auch immer eine Leiche. Die ist auch nicht da. Also die ganzen Leichen sind im Survival-Modus, im Survival sag ich schon, im Story-Modus gar nicht mit dabei. Das Problem ist, wir haben jetzt so viel Essen. Wir haben in der Kühlbox ja keinen Platz mehr. Wenn du Hunger hast, dann ess doch noch mal eben was. Hier so ein paar Sardinen. Durst haben wir auch. Hier können wir ein bisschen was trinken. Müssen wir auch mal Gelegenheit mal wieder ein bisschen was abkochen. Also wir müssen dann das Ding mal wieder anschmeißen. Auch allein schon, weil wir die ganzen Wölfe jetzt erlegt haben. Wir haben es gleich geschafft, wir haben es gleich geschafft, ja Mann! Oh mein Gott. Ich würde so gerne rennen jetzt einfach die letzten paar Meter. Wir sind fast die ganze Nacht unterwegs gewesen. Das da vorne ist ein Stein, oder? Ich glaube, das ist ein Stein. Ich meine, wir hätten natürlich jetzt noch einen Wolf erlegen können. Ehrlich gesagt, will ich die eigentlich gar nicht erlegen. Der einzige, den ich irgendwann noch mal erlegen möchte, ist halt ein Hirsch. Weil wir es irgendwie in der Quest machen müssen, aber das war's dann auch. Tja, da haben wir einfach mal zwei Wölfe noch mal eben mitgenommen. Gut, also wir kippen dann nicht um. Jetzt wissen wir das nämlich auch, wenn wir zu viel tragen. Wir bleiben einfach irgendwann einfach stehen und können uns nicht mehr bewegen. Da hinten ist unser Haus. Tja, so viel zum Thema unserer pelzigen Freunde. Renn! Mann! Something's making me feel tired. Ne, ernsthaft? Du wirst müde? Echt schon? Ich könnte natürlich jetzt auch überlegen, ob ich sonst einfach die anderen beiden. Weißt du was? Ein bisschen schneller einfach. Dann müssen wir die beiden Säcke hier auch nochmal wieder mitnehmen. Dann kommen wir jetzt nochmal ein bisschen schneller voran. Und morgen früh ziehen wir dann wirklich los. Wir müssen ja nur die Sachen abholen. Wir müssen jetzt kein Essen oder sonst was mitnehmen, mit einem größtenteils leeren Inventar und holen dann einfach die Sachen ab.
Es wird so eine Erlösung sein, wenn wir einfach wirklich wieder normal laufen können. Wie schnell wir dann auf einmal vorankommen. Speichervorgang. So. Unser Hütchen. Den können wir noch nicht. Ich werde auch das allererste, was ich jetzt machen werde, ist mich schlafen legen. Damit ich zumindest den Rest der Nacht noch ein bisschen nutzen kann, um unsere Stamina zu regenerieren. Ich meine, es ist ja schließlich fast schon wieder hell. Dann können wir dann noch eben einsortieren morgen früh. Und dann laufen wir auch direkt los, die Sachen holen. Weil ich glaube nicht, dass sie dadurch besser werden, dass sie ewig lange draußen liegen. Und ich habe, wie gesagt, trotzdem Angst wegen der Wildtiere. Auch wenn der Türchen ja versichert hat, dass das nicht passieren wird. Ja, ja. Oh Gott. So, dann einmal nach oben. Letzten paar Meter hochschleppen. Und dann geht's ins Bett. So, Lampe löschen. Wegpacken. Und dann 6 Stündchen noch mal eben schlafen. So, jetzt ist wieder hell. Wir können eben kurz, komm, essen, trinken machen wir gleich. Wir holen erst eben die Sachen ab. So, ich weiß, Mülleimer, da haben wir hier das Ding, was hier reinkommt, die recycelte Dose. Die wollte ich auch nicht einfach irgendwo in die Walachei schmeißen. Das war das. Dann können wir eben hier nochmal unsere Lampe wieder auffüllen. Restlampenöl packen wir unten rein. Habe ich irgendwas stofftechnischer Natur? Hier frischer Wolfspelz muss ich auslegen zum Trocknen. Stoff kann hier rein. Getrocknetes Leder. Wolfspelz legen wir mal hier hin. Ablegen, ablegen. Frischer Darm, frischer Darm. Das liegt jetzt alles hier. Hier können wir noch ein bisschen was von dem Feuerzeug reinmachen. Hier, plups. Die ganzen Bücher. 25 Millionen Streichhölzer, die wir mittlerweile schon haben. Papier. Zedernholz, Holzbrickets. Ach, es passt nichts mehr rein. Das ist schon zu voll. Den haben wir noch gar nicht gesucht. Can always use more food. Dann packen wir hier noch ein bisschen was rein. So, ganz ehrlich, auch Brandbeschleuniger brauche ich jetzt gerade auch nicht. So eine Gewehrpatrone, okay. Apropos Gewehrpatrone. Immer schön nachladen. Okay. Oh, wie schnell wir sind. So, den Metallschrott, den kann ich dann hier reinpacken. So. Was ich aber nochmal mitnehmen würde, wären dann eben hier, wie gesagt, 3 Signalpatrönchen. Lampenöl kommt noch hier rein, Gewehrmunition kommt hier rein. Ich brauche auch nicht so viele Magnesiumfackeln, da würde ich vielleicht eine mit auf Tash nehmen. Das ist so viel dazu. Hier oben dann das Nähzeug, die beiden guten. Eine Patrone mal eben nachladen. Was haben wir noch?
Das haben wir abgelegt. Hier kann ich eben noch mal ein bisschen Antiseptikum ablegen. Auch immerhin 0,7 Kilo. Ich muss mir noch mal wieder Verbände machen. Da muss ich gleich auf jeden Fall dran denken. Beziehungsweise hier abgenutztes T-Shirt, das kann ich eben zerlegen. Kann ich mir gleich direkt Verbände machen. Und hier auch ganz ehrlich, diesen alten Wollschal brauche ich auch nicht. So, brauchbare Thermounterwäsche. Die Sachen nehmen wir jetzt erstmal alle auseinander schnell. Auch die getragene Sportweste zerlegen. Food. So, die lassen wir nochmal kurz drin. Die schauen wir uns. Nein. Nutzen satt. Werkbank. Hier eben Verband herstellen. So, und dann kommen, machen wir doch eben, bevor wir losziehen, nochmal schnell was essen. Was haben wir denn jetzt aufgenommen? Hier so einen komischen Müsli-Riegel. Dann hier auch ein bisschen von der Erdnussbutter mal was essen. Ganz ehrlich, wir können auch beide essen. Richtig schön viel Erdnussbutter, ein kleines bisschen ist noch drin geblieben. Und ein bisschen was trinken, den letzten Rest. Dann ist das nämlich auch mal erledigt. So, schnell kurz einmal speichern. Sollte irgendwas passieren. Und dann holen wir uns den Rest Wolf von letzter Nacht.